Hallo, liebe Kinder, herzlich willkommen zur 9. Folge unserer Vorlesegeschichten. Ich bin Bettina von den Lesehelden. In der heutigen Folge geht es um zwei Stubentiger, zwei Hauskatzen mit den Namen Pompelmo und Lampone. Und genauso heißt auch die Geschichte Pompelmo und Lampone. Seid ihr bereit? Dann lasst uns beginnen. Die beiden Hauskatzen, Pompelmo und Lampone, leben seit vielen Jahren gemeinsam mit ihrer liebenvollen Besitzerin Clara in einem kleinen Haus am Stadtrand. Sie könnten sich kein besseres Zuhause wünschen. Es fehlt ihnen an nichts. Sie dürfen sich in jedem Raum im Haus austoben und werden täglich mit köstlichem Futter und Kuscheleinheiten verwöhnt. Im Sommer stellt ihnen Clara ein kleines Planschbecken im Garten auf. Wenn es draußen kalt ist, wie jetzt in der Winterzeit, liegen sie vor allem abends gerne am Sofa neben dem Kamin und lauschen den Liedern, die ihnen Clara vorsingt. Den Tag beginnen sie immer damit, so schnell wie kleine Blitze durch das ganze Haus zu rennen. Sie starten in der Küche, huschen über das Wohnzimmer bis ganz hinauf in den Dachboden. Clara hat sich schon daran gewöhnt, dass die Katzen am frühen Morgen wie Mini-Tornados durch das Haus wirbeln. Sie passt dann nur darauf auf, dass nichts Gefährliches im Weg liegt. Vasen und andere zerbrechliche Gegenstände stellt sie schon seit Jahren keine mehr auf. Sie wartet die wilden 10 Minuten ihrer beiden Kätzchen in Ruhe ab und hält dann meist schon die Frühstücksschüssel bereit, sobald Pompelmo und Lampone erschöpft und außer Atem die Küche betreten. Wie jeden Morgen steht auch heute ein Wettrennen durch das ganze Haus am Programm. Lampone streckt sich genüsslich, zwinkert Pompelmo verschmitzt zu und sagt: "Lauf!" Die beiden springen auf, poltern die Treppe hinunter und wollen gerade mit ihrem morgendlichen Sportprogramm loslegen, als Lampone innehält. "Was ist los?" fragt Pompelmo überrascht. "Spürst du es nicht?" "Irgendetwas stimmt nicht", erwidert Lampone. Die beiden Katzen werfen einen Blick in die Küche und stellen erstaunt fest, dass Clara gar nicht auf sie wartet, um ihnen einen guten Morgen zu wünschen. Eigenartig. Sofort begeben sich die beiden Stubentiger auf das Haus ab. Sie beginnen im Erdgeschoss und suchen jede einzelne Ecke ab. Schlussendlich treffen sie einander am Dachboden. Keiner von beiden hat das Frauchen gefunden. Niedergeschlagen überlegen sie, was denn nur passiert sein könnte. Plötzlich spüren die beiden Katzen einen eiskalten Windhauch, der sich über die Treppen bis zum Dachboden zieht. Es fühlt sich irgendwie so an, als wäre eine Tür oder ein Fenster geöffnet. Brrr. Die beiden sausen die Stufen hinunter. Und tatsächlich, die eiskalte Luft kommt aus der Küche. Das Küchenfenster ist geöffnet. Die kalte Winterluft muss es irgendwie aufgedrückt haben. Mit vereinten Kräften schaffen es die beiden, das Fenster mit ihrem Körper wieder zuzudrücken. Dieses Problem wäre gelöst. Sie wissen aber immer noch nicht, wo sich Clara befindet. Bombelmo schlägt vor, dass sie sie draußen suchen. Also schlüpfen sie durch die Katzenklappe hinaus in die eisige Winterluft. Sobald die beiden draußen sind, merken sie, dass sie nicht weit kommen werden. Sie versinken beide langsam, aber sicher im frisch gefallenen Schnee. Am Ende sind nur mehr ihre kleinen Köpfe zu sehen. Pompelmo und Lampone versuchen, sich mit ganzer Kraft vorwärts zu bewegen, aber der Schnee ist viel zu schwer. Sie schaffen es einfach nicht. Ihre Pfoten sind eiskalt und sie beginnen am ganzen Körper fürchterlich zu zittern, als sie auf einmal eine vertraute Stimme hören. "Ach,
Was macht ihr denn da? Ruft Clara und hebt die Kätzchen vorsichtig aus dem Schnee. Sie bringt Pombelmo und Lambone schnell ins warme Haus und trocknet sie ab. Während sie beide mit einem kuschelweichen Handtuch abrubbelt, erzählt sie ihnen, dass sie Katzenfutter kaufen musste. Sie hätte ihnen sonst heute kein Frühstück zubereiten können. Normalerweise rennt ihr beide am Morgen ja wie die Wilden durchs Haus. Ich habe gedacht, euch würde ohnehin nicht auffallen, dass ich nicht da bin. Naja, da habe ich mich wohl getäuscht. Egal, nun ist ja alles wieder in Ordnung. Ihr wartet jetzt hier beim Kamin und ich bereite euer Frühstück zu, erklärt Clara und begibt sich in die Küche. Die beiden Katzen sehen einander glücklich an, glücklich und zufrieden an. Pombelmo meint, das ist ja noch einmal gut gegangen. Zum Glück hat uns Clara rechtzeitig gefunden. Lambone antwortet, da hast du recht. So ein tolles Frauchen. In diesem Moment kommt Clara mit dem Frühstück ins Wohnzimmer. Sie streichelt ihnen über den Kopf und beobachtet sie dabei, wie sie sich genüsslich ihre Bäuche füllen. Und habt ihr heute Abend etwas Gutes gegessen? Ich bin mir sicher. Ich wünsche euch noch eine gemütliche Zeit mit eurer Familie. Eine gute Nacht. Träumt was Süßes. Wir sehen uns morgen. Ich freue mich auf euch. Ciao, Baba.